So, da sind wir wieder zurück und ich habe die Offene übernommen, weil Thorsten scheiße ist und keinen PC hat. Genau, ich kaufe den Klappe. PC. Aber das kann bei mir sein, dass es auch ruckelt, weil ich habe im Raum wirklich ungelogen 32 Grad am Abend um 21:15 Uhr. Ja. Jetzt mal ernsthaft, es ist extrem heiß und Danny steht hier sogar rum und der ist auch heiß. Ah, heiß. Ich habe übrigens, hab übrigens deinen Skin heute gesehen, Danny. Ja? Bei einer Trouble Mine-Runde. Da hat keiner deinen Skin gehabt. Nee, wie? Echt? Ich hab gedacht, du hast ihn selber gemacht. Das ist, war nicht verwirrt. Ich dachte so, wer ist das denn? Ist das der scheiß Danny? Den stand aber nicht, ich hab den selber gemacht. Der stand aber nicht Pokémon Danny drauf. Und dann habe ich gedacht so, ja, steht nicht drauf und ist nicht drin. Ja, dann werde ich den hier mal, den ich jetzt habe, runterladen müssen, dein runterladen und die kombinieren. Ey, das ist noch ein Geheimnis. Warum genau. Verrätst du sowas, du Trottel? Achso, das mache ich gar nicht. Boah, bist du ein Bobo. Ich dachte, das machen wir nicht. Na toll, Danny. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso. Thorsten ist es nicht kommen. Halt doch mal die Schnauze, wenn ich mit dir nicht mehr rede. Dass ich cool bin. Entschuldigung, dass ich geboren bin, ey. Kommt nicht wieder vor. Ey, Thorsten, ey. Hau mich geil. Ich hab den Aufnahme übernommen. Kannst froh sein. Hab ich ja nur drei Projekte. Aua. Ich fang Thorsten ein. Ich schaffe es. Nein. Thorsten. Geh weg. Oh, scheiße. Ich wollte die Tour aufmachen. Thorsten. Nein, er hat eingesammelt. Jo, ich hab einen Pokéball. Egal. Hab ich eingeschenkt, ich bin ja nett. Ich bin der nette Pokémon-Spieler. So, mach mal hier Klappe zu. Ist mir aber was Neues. Nee, ich hab, wie gesagt, ich wollte eigentlich sagen, ich hab 32 Grad im Raum. Es wird gerade wärmer noch. Das ist aber 21:05, es wird wärmer. Geil, ne? Das ist super. Und es kann sein, dass mein Prozessor-Kühler, weil der ist scheiße, ich muss mir einen neuen holen, dass er sagt so, Prozessor wird zu warm und wir machen mal Schluss, ne? Und du darfst nicht immer deine PC-Heizung anmachen, das ist nicht gut. Alter, die Texturen von dem Ding verändern sich immer, wenn ich die angucke. Das ist so ja, von der Seite hier von den Aprikoko-Bäumen, wa? Ja. Das ist furchtbar, ich verstehe es auch nicht, ey. Wir sitzen nochmal. So, hey, die Aprikoko. Immer wenn ich die direkt angucke, weißt du, verändert sich das. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich bin jetzt hier schon, weiß nicht, wie viele Minuten sinnlos in Hamilton gelaufen. Um Hamilton ja, gelaufen. Na, ich bin sinnlos um Hamilton gelaufen. Ist das nicht schön? Um Hamilton? Um Hamilton, ja. Ich bin Formel 1-Fahrer. Hamilton ist aber schneller als du. Ich bin aber sinnlos nicht auf dem Fahrrad. Ja, auf dem Fahrrad, ey. Wenn ich Fahrrad fahre, ey, dann. Dann fährst du Fahrrad. Dann bin ich auf einmal in China, ey. Aber nur wenn du fährst. Und man verwechselt mich in China auch teilweise mit Brotbüchsen. Was? Was? Brotbüchsen hat er doch gesagt. Hast du nicht zuhören? Hast du nicht zuhören, oder was, ey? Bist jetzt neuerdings im Brotbüchse. Oh, wie die geht baden. Doch nicht, scheiße. Warte. Jetzt muss ich eine Hacke mehr holen. Jetzt geht er baden. Aber es ist kühl. Mein Prozessor kühlt ab hier. Abkühlen. Boah, leck. Geh mal hier raus aus der Hütte. Ich hau dich mit der Fackel runter. Lol. Ey, was machen wir heute? Sag mal was an. Nein, die wollen wir doch bauen. Oh, wir nehmen auch was. Wir bauen was, ja? Nee, aufnehmen. Nee, aufnehmen. Stopp, Ivi. Weil das nicht Spaß. Denkst du, ich aufnehme? Nehme auf. Was machen wir jetzt, Thorsten? Nee, schlag was vor. Na, bauen, sagst du? Ja, was denn bauen? Also ich werde ein Pokémon-Center machen, aber ich muss ehrlich sagen... Wir haben zu wenig Wolle. Wir haben zu wenig Wolle, ja. Wir farmen zwar wie so ein Kloppi-Wolle. Ich habe ja 10 hier drin. Ich kann euch mal zeigen, wie viel schon wir gefarmt haben. Also, ich habe ja... Thorsten hat ja in der Zeit, wo wir was gemacht haben, fast nichts gemacht. Na, du ja. Doch, ja, ich hab gemeint, ja. Ich hab wieder so, als ob du je in deinem Leben irgendetwas hart gemacht hättest. Ja. Ja. Nicht mal eine andere Sache von dir war hart. Komm, ich will auf ihn raufspringen. Hey, ich steh drauf! Wo stehst du drauf? Ich steh auf Electrode. Electrode. Ich wollte eigentlich Bushaltestelle singen, aber es hat jetzt nicht gepasst. Bushaltestelle. Los, Gyarados. Okay, da waren nur 4 Buggy drin. Ich kann ja meinen Zuschauern zeigen, was für geniale Pokémon der Wim sie am Start ist. Ey, das ist Wimsotastisch. Also, Wimsomatic ist am Start. Was denn? Du hast nicht was sagen? Nein, du hast gar keine guten Pokémon am Start, sagst du? Ja, ich zeig euch mal alle einzeln. Oh, was wird das denn hier? Das ist Gyarados aufgeploppt. Gar nicht groß, ne. Ja, das ist mein Bloodbath. Das ist durch den Baum war das durch. Wenn man gut nachzuhört, hört man es auch, wie es erzählt. Bloodbath! Egal. Dann haben wir hier noch mein geniales, kleines, ganz kleines Gyarados. Hey, Kleiner. Was los? Komm, wir reiten mal drauf. Oh. Ich will reiten. Ey, wo ist denn? Lass mich reiten. Wo bist du? Ich reite auf meinen Gyarados. Alter, wie geil, weil man oben sitzt. Guck jetzt mal.
Mann, ey. Nein. Ey, guckt euch das mal an, das ist ja so geil, ey. Das sieht aus, als man irgendwie, weiß ich nicht, einen Kilometer über der Erde fährt. Lol. Ja, ich bin der König der Welt. Ich komm mal zu euch, ja. Ist das geil? Das ja, ist voll... ich kämpfe hier gerade ein bisschen. Ich bin oben auf. Nicht unten runter? Ich hab Angst, wenn ich runterspringe, wenn ich jetzt einfach jetzt einziehe im Pokéball, dass ich dann sterbe, weil ich zu tief falle. Machst du nicht. Ah, ey, mein Garados wird verletzt. Wir haben mich angegriffen. Egal. Ich weiß nicht. Gehen wir mal, Garados. Bist du in der Battle? Wie kannst du im Kampf sein, wenn ich auf dir reite? Bist du bescheuert? So, wer reitet egal auf wen? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Vater mit seinem Danny. Nein, das ist der Pro-Gamer mit seinem Danny. Dann haben wir hier den kleinen süßen Apollo. Hallo Apollo, hallo. Ach ja, okay. Ich habe zwei Hände in der Luft. So, dann haben wir den. Wer ist denn hier am Pokéball aufladen? Hier steht doch keiner drin. Nee, das ist irgendwie Buggy. Dann haben wir den ebenso kleinen, das ebenso kleine Ponita. man beachte, wie klein es ist. Ups, du hast nur kleine Pokémon, ja? Man kann nichts sehen, weil der Kopf im Weg ist. Der ist so groß. Ey, Willi, du sitzt bei mir hier auf dem Boden. Jetzt bist du weg. Ja, man sitzt auf dem Boden. Jetzt bist du da wieder. So, gucken wir mal, was das nächste Pokémon kann. Das ist nämlich der... Aua. Das Rehorn. Der Aua? Kenn ich nicht. Das Rehorn. Das ist auch ein sehr schönes, kleines Vieh. So, und mein kleinstes Pokémon, Relaxo. Das ist dein letztes Pokémon? Ja. Darf ich dich angreifen? Nein. Willst du kämpfen? So, und wir kommen zu einem neuen dreistündigen Kampf mit dem Pokémon Danny, obwohl ich viel stärker bin als er. 46? Ja, ich mache jetzt Body Slam. Eine Attacke ist er tot. One Hit. Kein Ding. Ponita ist tot. Okay, das habe ich jetzt sicher gedacht, dass der Level 46 so, ist. So, Body Slam. Wir machen einfach mit einem Pokémon, der wird uns gar nicht berühren, ey. So, machen wir den mal schnell. Chance, machen wir den mal schnell platt. Ja, was war das? Der hätte nur so eine 30 maximal Viecher. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich kein Vergleich zu meinem kann Relaxo. Kann natürlich nichts machen, ne? Zu meinem Snorlax. Snorlax! Dein Relaxo ist scheiße. Eevee ist tot. Eevee ist voll süß. Body Slam, aber ich will auch wirklich keinen Body Slam abhaben von dem. Nur so nebenbei. Garados. Oh. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ey. Aua, du hast mich gebissen. Mann, dann sterbe ich hier schon das zweite Mal an diesem einen Fick-Pokémon, Mann, ey. Man sieht ja oben auch gut, wie immer der Balken gar nicht runtergeht, weil er sofort One-Hit ist und sieht geil aus. Aber ja. Aua, nicht mich hauen. Du hast unfair gekämpft. Ja, ich habe unfair gekämpft, genau. Ich habe nur einen Pokémon gebraucht und dabei hatte ich noch Rehorn. Ich glaube, selbst Rehorn hat alle deine Pokémon zerfickt. Und selbst Blastoise. Blastoise! Also Turtle. Blastoise! Hätte alle deine Pokémon zerfickt. Blastoise! Ich finde das so geil, wie er es immer sagt. Blastoise! So, wir wollten was bauen. Und wir wollten um was bereden. So, ich möchte mal nicht so ganz reden, weil ihr eigentlich sollt ihr mal erzählen. Ich hab gerade das Thema schon wieder vergessen. Das Thema war, es war vorgeschlagen in den Kommentaren. Dankeschön an den Werten her. Da ist er. War das Cody? Ja, ich glaube, es war er. War das Cody, der? War mal, wie hieß der auch bei YouTube so? Nee, der war Dr. Kutalp heißt der doch. Nee, so heißt der nicht bei YouTube, glaube ich. Egal, auf jeden Fall, er weiß, mit wem wir reden. Wir haben nicht so viele Leute, die Kommentare schreiben. Zwei so regelmäßig. Ja, schreibt Kommentare, ich mein Selbstbewusstsein hängt davon ab. Das ist gar kein Selbstbewusstsein, aber egal. Ja, genau deswegen, weil ich keine Kommentare lese. Huch, hat gerade den Blitz bei mir, what the fuck? Gewitter! Ja, es wird gewittern. Gewitter! Nee, eigentlich erst morgen. Nee, heute eigentlich. Ich habe heute schon eigentlich gehört, dass heute gewittern soll. Ja. Oh, naja, Mann. Dann kühlt sich das vielleicht mal draußen ab. Das ist so süß. Fenster ist zwar zu, aber na gut. Ja, Eevee ist wirklich süß. Unser Thema. Wir denken ständig davon ab, ne? Unser Was? Thema? Was? Oh, ich wusste es. Nein, ich sterbe gleich. Pokémon. Ja, ich hau nur einmal. Unser Thema ist heute. Pokémon! Danny, Tosni, ey. Pokémon! Magikarp! Wer wird da angerufen da schon wieder? Ach, ich nicht. Ich bin's nicht. Nein, dann leg mal auf jetzt. Nein. Ich kann nicht aufnehmen. Mann, Alter, schmeißt dein Handy gegen die Wand oder so. Das ist ein interner Anruf, leider. Ne, dann löscht das. Ja, schmeißt die Hände gegen die Wand. Dann legst du unter das Kissen oder so, ey. Schmeißt die Hände gegen die Wand. So. Aber wir reden einfach ganz eiskalt drüber, weil wir hören nichts. Hört ihr was? Das ist vielleicht Gamer-Musik. Ich hab gerade 500 Meter weit geworfen, weil ich hab nur 500 Meter lange Villa und nur einen Raum, leider. Mann, was quatschst du denn in die ganze Zeit rein, ey? Unser Thema heute zum 10. Mal. Alter, Danny, ey, ich mach dich. Was, wir haben ein Thema?
Aua, schlag mich nicht. Unser Thema ist heute, wie gesagt, wie noch nicht gesagt. unser Thema, es klingt jetzt schon wieder, habe ich das Gefühl. Ey, das ist denn der Telefon? Unser Thema ist heute YouTube, prinzipiell. YouTube? Also, natürlich ist YouTube ein großes Thema, aber wir haben heute... Moment mal. Ich muss kurz unterbrechen. Was haben wir mit YouTube zu tun? Nix. Oh, Danny, jetzt hast du mir die Tür von einer zu gehauen. Das ist so schlimm. Nee, und wir sollen reden, also wir sollen, das ist lustig, wir müssen darüber reden. Wir dürfen. Wir müssen darüber reden, wie die Channel-Layouts, die neuen, also neue Designs und sowas, kennt ihr ja, ne? Die Designs und die Videos. Design und Videos, kann gar nicht sein, aber egal. Design und Videos. Was sagt ihr dazu? Ich möchte mal einfach mal. Hier ist ein Zombie! Wow, fuck you! Wow, ein Zombie. Ja. Bist du ja? Ja, nee, neue Channel Designs, ich find's scheiße. Ich auch. Ja, das ganz neue, also, meinte, ne? Also vielleicht zu dem alten, ja? Ja. Fand ich auch. Ja. Also es wurde, ich hab am Anfang viel gehört, so. Am Anfang habe ich viel gehört von wegen, Mann, Danny, ey, Mann, das Danny. Ist auch nicht, das ist auch Popel. Nicht los. Ja, das ist Popel. Der heute Popel nicht dabei ist. Der bei der Deutschen Meisterschaft ist, viel Glück dort. Das wird er bestimmt nicht hören, aber ist okay. Ja, aber vielleicht im Nachhinein. Ja, das kann sein. Ja, ich wollte nett sein. Ihr sagt immer alle, ich bin ein Arsch. Ihr sagt immer alle, ich bin ein Arsch, weißt du, und dann will ich einmal mal nett sein und dann darf ich nicht nett sein. Mach das mir wieder, madig, ey. Mach das mir wieder YouTube-ig. So, das neue Design von YouTube, was sagt ihr dazu? Jetzt mal ernsthaft und ich sage, ich find's doof. Das ist eine gute ernsthaft, Meinung. Na, ich find's, es soll ja angeblich inaktiver sein und so und keine Ahnung, ich fand das Alter aber irgendwie persönlicher. Also weil man da einfach mehr machen konnte von wegen hier Kanaldesign, also diese Banner einfach. Jetzt hast du zwar auch einen Banner, aber der ist irgendwie so kleiner und vorher konntest du halt wirklich auch noch die Seiten und so gestalten. Ich fand's einfach ansprechender, das Design. Weißt du? Ich muss mich dem leider anschließen. Aber du hast, ich muss mal kurz die Korrigierhure raushängen lassen. Du hast gesagt, was hast du gesagt? Du wolltest interaktiver sagen und hast aber im Endeffekt hast du gesagt inaktiver. Inaktiver? Also inaktiv, von wegen nicht aktiv. Eigentlich wollte ich, ich wollte es nur korrigieren, weil ich halt eine Korrigierhure bin. Wie hieß das Wort nochmal? Interaktiv. Interaktiv meine ich doch, scheiße. Ja, genau das. Ja, genau das meine ich, genau das wollte ich sagen. Aber interaktiv ist auch so ein Kunstwort, wa? Also, weiß ich nicht, interaktiv, das hört man immer mal wieder, aber ich muss echt, ich laufe die ganze Zeit nur sinnfrei rum. Was mache ich jetzt eigentlich? Verdammt. Also, interaktiv ist ein Kunstwort, wa? Also, was soll das eigentlich heißen, ja? Also, vernetzt, ja, wow. Also, eigentlich soll ja alles vernetzter werden. Also ja, genau. Aber ich finde das auch. Die ganzen Social Networks, weißt du, das ist auch wieder so ein super Thema. Ich finde das zum Beispiel furchtbar, muss ich echt sagen. Geht irgendwie nicht klar. Danny, mal, was sagst du dazu? Du sagst das Gleiche, natürlich, weiß ich. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, nee. Okay. Ja, nee, also mir gefällt es auch nicht, dieses neue Design. Also, mir hat das alte wesentlich besser gefallen, weil ich komme mit dem. Also, da ist ja auch alles anders angeordnet. Das ist ja. Wieso brennt der Baum jetzt auf einmal? Was? Ja, der brennt schon immer als Popelsbaum, wisst ihr doch. Der brennt aber gerade noch neu. Ja, weil er immer aufhört. Ich zünd den nächsten Mal wieder an, wenn er aufhört. Ach ja, genau. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, wo alles ist, aber jetzt geht's. Trotzdem, ich will das alte wieder haben. Ja. Sehe ich eh nicht. So ganz ähnlich. Oder auch nicht. Ich sehe sowieso immer alles anders. Nur ähnlich. Ich sehe immer alles nur anders. Ähnlich. Ich bin auch anders als ihr. Thomas. Thomas den, anders? Den Thomas an. Oh. Ich wollte schon sagen, ich verstehe ich nicht. Und in dem Moment habe ich ihn verstanden. Also, weil ihr es gesagt habt. Thomas cool, anders. Genau. Ja. Genau, jetzt wollte ich nur ähnlich sagen. Und was sagt er? Also, jetzt haben wir haben gesagt, Channel finden ja alle scheiße, alle drei Kackwurst, haben sie echt scheiße gebaut und ich hätte das alte besser behalten, aber ist jetzt im Endeffekt auch scheißegal. Und was sagt er zu so die Entwicklung der Videos? So, also, man kann ja. Wann haben wir darüber geredet? Dass das TV-Format erreicht. Weiß man nicht, wem haben wir da gestern drüber geredet? Ja, genau, da waren wir bei irgendeinem Let's Player, wo du meintest, dass die Videos einfach langsam zu perfekt werden. Ach so, also, stimmt. Weißt du? Ja, das ist der Let's Player. Der genau, Let's Player, den so gut wie jeder kennt.
Genau. Also, dabei. Nee, den meine ich nicht. Deutschlands berühmtester Let's Player, würde ich eigentlich fast sagen. Wims Racing?